Die Zukunftsvision 2050 war angefragt und das fällt mir schon wahnsinnig schwer, so weit zu denken. Ich glaube, wenn ich so auf das Thema Transparenz schaue, dann geht es mir darum, Transparenz und Bürgernähe und demokratische Prozesse tatsächlich als Teil des Selbstverständnisses der Verwaltung zu etablieren. Und ich glaube, das ist ein sehr weiter Weg, weil ich glaube, dass die Verwaltung dahin auch getrieben werden muss. Und eine der zentralen Hürden, die ich so zumindest in dem Bereich, in dem ich arbeite, mit Transparenz sehe, ist, dass der Widerstand aus Teilen der Verwaltung dazu führt, dass wirklich kräftige Reformen in der Regel nicht passieren. Jetzt ganz konkret am Thema Transparenzgesetz halte ich es auch für ein großes Problem, dass aus meiner Sicht die Parlamente nicht selbstbewusst genug sind. Ich glaube, dass bestimmte Gesetze zur Reform der Verwaltung tatsächlich auch eher aus dem Parlament kommen sollten als aus der Verwaltung selbst. Ich glaube nicht, dass zum Beispiel eine Innenverwaltung ein Transparenzgesetz entwerfen sollte, weil die natürlich ganz andere Interessen hat. Wenn es um ganz konkrete Maßnahmen geht, dann ja, setze ich mich natürlich schon lang und jetzt auch weiter für ein Transparenzgesetz ein, das aber nicht nur als Vorbild Hamburg haben soll, sondern tatsächlich, glaube ich, das Potenzial haben sollte in Berlin, ein umfassendes Transparenzgesetz zu sein, das ein echtes Demokratiegesetz ist, das wirklich aus allen gesellschaftlichen Bereichen in Berlin ja, Transparenzgedanken in einem Gesetz bündelt und dann zum Beispiel ein Lobbyregister in sich vereint, wo man Informationen über Treffen von InteressenvertreterInnen mit der Verwaltung nachschauen kann, Gesundheitsinformationen zur Transparenz, also Informationen über Gesundheitspolitik zur Transparenz vorschreibt, was wir jetzt im Zusammenhang mit Corona viel gesehen haben, dass Liegenschaftspläne transparent macht, Umweltinformationen, den Quellcode von Software, die in der Verwaltung genutzt werden, den Quellcode von Algorithmen, die verwendet werden. Das heißt, ganz viele Zukunftsthemen, die wir auch haben, direkt in so einem Gesetz festzuschreiben, um klar zu machen, in welche Richtung es gehen soll und auch Gesetzgebungsprozesse offener zu gestalten. Und da ist natürlich die erste Maßnahme schon in Gesetzgebungsprozessen klar zu machen, worüber man denn eigentlich redet, wer beteiligt wird und wer nicht. Denn nur über so eine Transparenz ist dann auch mehr Beteiligung möglich. Und deswegen glaube ich, dass ein Transparenzgesetz wirklich ein sehr zentrales grünes Projekt sein sollte. Idealerweise ja schon beschlossen in dieser Legislaturperiode. Leider weiß ich nicht so genau, wie der Stand da gerade ist, obwohl wir das Volksbegehren eingebracht haben. Aber genau, idealerweise dann mit der Umsetzung in der nächsten Legislatur. Und ich werfe es nur mal rein, falls wir darüber noch reden wollen, ein Open-Source-Maßnahmenkonzept der Verwaltung, das auf jeden Fall auch.